Wie schön, dass wir alle wieder da sind und nie weggehen, immer da sind. Ja, willkommen. Willkommen in diesem Augenblick. Oh, Maria ist in Deutschland. Nein, ihr seid in Griechenland? Wow. Wir sind mit euch da. Oh, schön, euch zu sehen. Danke, danke, alle. Ja, da haben wir ja wieder richtig was im Angebot. Ich hatte einen richtig transformativen Frühabend heute. Und jetzt freue ich mich total darauf, ja, in die Stille, die jetzt so eingekehrt ist, richtig einzutauchen mit euch und alles neu zu betrachten. Und danke, Heiliger Geist. Danke, geheilter Geist, dass du uns hier zusammenführst und ja, und durch Wunder aufzeigst, dass wir eines Geistes sind, dass uns nichts trennt, dass uns nichts fehlt. Und dass wir, ja, dass wir lernen dürfen, was Heilung ist. Und wir sind nämlich im Handbuch für Lehrer in der Frage 6, ist Heilung gewiss? Und der erste Satz, also direkt die Antwort, Heilung ist immer gewiss. Es ist unmöglich, Illusionen der Wahrheit überbringen zu lassen und die Illusion zu behalten. Bin ich überhaupt heute gut zu verstehen? Gut, super. Dann klappt das jetzt endlich mit dem Mikro. Die Wahrheit zeigt auf, dass Illusionen keinen Wert haben. Der Lehrer Gottes hat die Berichtigung seiner Irrtümer im Geist des Patienten gesehen und den Geist als das wiedererkannt, was er ist. Das ist Heilung. Heilung bedeutet immer, ich sehe etwas da draußen, also beim Patienten, bei dem anderen und akzeptiere, dass das mein Geist ist. Und akzeptiere, dass der geheilt werden muss, dass die Berichtigung in meinem Geist, in meinem Denken stattfindet und stattfinden darf. Mein Urteil ist nicht die Wahrheit. Das ist der ganze Boden für Heilung. Das ist kein Kranker da draußen, der getrennt von mir ist. Wenn ich Kranke sehe, dann braucht mein Geist Korrektur. Das ist die ganze Ausgangsposition. Das ist die ganze, so, nur so ist Heilung möglich. Da er, also der Lehrer Gottes, die Sühne für sich selber angenommen hat, hat er sie auch für den Patienten angenommen. Ja, weil wir nicht getrennt voneinander sind. Was aber, wenn der Patient Krankheit als Lebensweise benutzt, im Glauben, Heilung sei der Weg zum Tod? Wenn ich denke, wenn da, okay, sagen wir mal, der andere denkt, Heilung bedeutet Tod, ne? Heilung bedeutet, oder Erlösung auch, ist Tod. Ist immer damit gleichgesetzt, dass das, was ich hier sehe, dass ich das nicht mehr haben kann. Wir haben nämlich, jeder von uns hat in sich ein tiefes Verständnis von Heilung, natürlich, weil das ist ja auch das, was wir abwehren. Wenn wir Abwehr verspüren und Abwehr in all seinen Formen, Groll, Depression, Angst, Ärger, Trauer, Wut, Arroganz und wir diese Abwehr aufrechterhalten, dann wissen wir eigentlich an einer Stelle genau, wogegen. Wir wollen die Wahrheit nicht, deswegen haben wir die Abwehr gemacht. Und wir denken jetzt aber und haben das verwechselt, dass Heilung Tod bedeutet. Heilung bedeutet, ich kann
das, was ich als mein Leben hier empfinde, meine Welt empfinde, nicht aufrechterhalten. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich wahnsinnige Angst vor Heilung. Wenn der Patient die Krankheit als Lebensweise nutzt und Krankheit in all seinen Formen, Krankheit ist Trennung, kann aber auch tatsächlich eine physische Krankheit sein. Es kann alle Formen annehmen, die mir aufzeigt, ich bin getrennt. Und wenn ich glaube, dass das mein Leben ist, dann wehre ich mich dagegen, das aufzugeben. Weil ich möchte ja am Leben bleiben mit meiner Krankheit. Das ist schon ziemlich verrückt, ne? Ja. Wenn das so ist, könnte eine plötzliche Heilung eine schwere Depression heraufbeschwören und ein so tiefes Gefühl von Verlust, dass der Patient vielleicht sogar versuchen könnte, sich selbst zu zerstören. Und das ist die Grundlage, weshalb Heilung nicht spontan sofort jetzt geschieht. In jedem Moment kann ich Heilung erfahren und tatsächlich auf allen Ebenen. Ne? Also, wann hatten wir das jetzt, in welcher Lektion, weiß ich gar nicht so genau gerade. Aber es ist noch nicht so lange her, vor ein paar Tagen. Genau, wenn ich lehre, es gibt keinen Tod, ne? Und damit konsequent werde, dann wird irgendwann der Körper nur noch für Kommunikation genutzt. Wenn ich ihn nicht mehr für Groll und Selbstangriff in irgendeiner Form nutze, dann dient er nur noch der Kommunikation, nämlich um zu erklären, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin Geist und ich bin eins mit meinem Bruder und meinem Vater. Und dann ist der Körper geheilt. Wenn ich nichts auf ihn projiziere, ist er geheilt und dient einfach dem einzigen Zweck, dem ich jetzt allem gebe, nämlich Heilung. Und Heilung ist meine Funktion hier auf Erden. Und wir müssen aber wirklich lernen, was Heilung ist. Ich darf es nicht mit Krankheit verwechseln. Ich darf es nicht mit Tod verwechseln. Und wenn ich das beim anderen sehe, dann dient das genauso mir, die Sühne anzunehmen. Okay, also es ist interessant, ne, warum plötzliche Heilung gar nicht gewünscht ist, sozusagen unbedingt, weil das die Angst mehrt. Und okay, gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, dass der Patient vielleicht sogar versuchen könnte, sich selbst zu zerstören. Da er nichts hat, wofür er leben kann, verlangt er möglicherweise nach dem Tod. Na, wenn ich keine Krankheit mehr habe, wenn ich nicht mehr das Problem habe, wenn ich nicht mehr die Trennung habe, und lass uns das mal ein bisschen ausbreiten, ne? Zum Beispiel auf eine Partnerschaft, wenn es nicht mehr diese Partnerschaft ist, mit der ich mich begrenze, mit der ich andere begrenze. Oder das Single-Dasein, mit der ich mich begrenze und andere begrenze. Es hat keine einzige Form, sondern nimmt viele Formen an. Und weil die Krankheit hat immer mit Begrenzung zu tun. Es ist immer eine Art und Weise, den Geist begrenzen zu wollen und zu erklären, ich bin ein Körper. Ich bin ein Körper und ich habe keine Freiheit. Für meine Freiheit mit dem Körper muss ich viel tun, muss ich viele Regeln aufstellen, viele Gesetze. Und wenn ich denke, das ist mein Leben,
dann ist Heilung, die unbegrenzt sich auf alles ausdehnt, das Gegenteil dazu und für mich der Tod. Und so habe ich das in diesem Ego-Denksystem aufgestellt und blockiere die Heilung, weil ich das nicht so einordnen kann. Und wenn mir dann mein Leben genommen wird oder meine Partnerschaft oder diesen Zustand einfach, den ich für die Wahrheit halte, den ich für mein Leben halte, wenn mir der genommen wird, dann und so plötzlich, dann könnte ich versuchen, mich an der Stelle selbst zu zerstören. Und deswegen wartet die Heilung zu seinem Schutz. Die Heilung muss warten zu seinem Schutz. Heilung wird immer beiseite treten, falls sie als Bedrohung gesehen wird. In dem Augenblick, in dem sie willkommen ist, ist sie da. Wenn ich Heilung will, ist sie da. In dem Augenblick, in dem sie willkommen ist, ist sie da. Wo Heilung gegeben wurde, wird sie empfangen werden. Und was ist Zeit im Angesicht der Gaben Gottes? Da sind wir auch bei der Tageslektion, ne? Was ist Zeit? Wenn ich jetzt um Heilung bitte und es in 10 Minuten passiert, war es dann augenblicklich? Was ist die Zeit? Ist ja einfach echt ein Labyrinth, ne? Und eine Illusion und eine Täuschung. Sie findet nicht wirklich statt. Es ist immer der gleiche Augenblick. Und scheinbar sehe ich immer eine andere Situation, aber der Augenblick, dieses Jetzt, diese Gegenwart, Gott, ist immer gleich. Und die Gaben Gottes, die haben keine Zeit, die vergehen nicht. Die sind nicht mal da. Und verschwinden dann wieder. Oder ich muss irgendwo hinfahren, um sie zu empfangen. Sie sind in meinem Geist. Wir haben viele Male im Textbuch auf das Schatzhaus verwiesen, in dem die Schätze gleichermaßen für den Geber und den Empfänger der Gaben Gottes aufbewahrt werden. Kein einziger davon geht verloren, denn sie können sich nur mehren. Kein einziger geht verloren, keine einzige Gabe, kein einziger Gedanke Gottes. Kein Lehrer Gottes sollte enttäuscht sein, wenn er Heilung angeboten hat und es nicht so aussieht, als sei sie empfangen worden. Schon mal erlebt, ich bin so gut drauf und denke, ich habe da Freude gegeben und der andere ist immer noch schlecht drauf oder umgekehrt. Oh Mann, ich habe doch alles gegeben. Es ist nicht wertvoll genug, was ich da gebe. Schnell zurückziehen. Schnell beleidigt sein. Ja, das kenne ich gut. Aber es liegt nicht bei ihm zu beurteilen, wann seine Gabe angenommen werden sollte. Lass ihn gewiss sein, dass sie empfangen wurde und darauf vertrauen, dass sie angenommen werden wird, wenn sie als Segen und nicht als Fluch begriffen wird, wenn ich das Leben endlich als das Leben erkläre und nicht als den Tod, wenn ich Heilung und Krankheit und Lust und Leid nicht mehr verwechsle. Es ist nicht die Funktion der Lehrer Gottes, das Ergebnis ihrer Gaben zu bewerten. Es ist lediglich ihre Funktion, sie zu geben. Das ist ja eine einfache Instruktion, an die wir uns halten können, oder? Außer ich will mich doch nochmal einmischen und doch nochmal ein bisschen urteilen. Und da eben denke ich, dass Heilung nicht funktioniert. Das ist alles. So einfach ist dieser Kurs. Puh.
Und ich liebe das ja auch so. Wir hatten ja jetzt gestern in der Lektion, hat er gesagt, du brauchst nicht wahrzunehmen, dass die Gaben Gottes immer bei dir sind. Sie sind es. Und früher oder später wirst du sie empfangen, wenn du dich daran erinnerst, dass sie Teil von dir sind. Es geht immer nur um dieses Annehmen, um diese Erinnerung. Obwohl meine Wahrnehmung mir was völlig anderes zeigt, ich will mich das lehren, dass alles mir gegeben ist, dass Heilung gewiss ist. Und dann werde ich das auch erfahren. Und mich von dem zu lösen, von meiner Wahrnehmung Stück weit zu lösen, als meine Beweisführung, als mein Beweismaterial. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was ich da sehe. Ja. Okay, haben Sie das einmal getan, dann haben Sie auch das Ergebnis mitgegeben, denn das ist Teil der Gabe. Niemand kann geben, wenn er sich um das Resultat des Gebens sorgt. Niemand kann ein Heiler sein, wenn er zweifelt. Aber daraus befreit zu werden, ist Teil des Heilungsprozesses. Aber Heilung als als eine vollständige Integration in den Geist Gottes wieder zu erleben oder zu erfahren. Dafür brauche ich Vertrauen. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich noch. Also gut, niemand kann geben, wenn er sich um das Resultat des Gebens sorgt. Das ist eine Begrenzung des Gebens selbst. Und weder der Geber noch der Empfänger würde die Gabe haben. Sobald ich mich um das Ergebnis sorge, was ist, wenn ich jetzt morgen zu jemandem sage, ich liebe dich? Und ich weiß nicht, wie das ankommt. Vielleicht kommt es nicht gut an. Vielleicht kommt es, also wie auch darauf reagiert wird. Sobald ich mich sorge um das Ergebnis, kann weder Geber noch Empfänger die Gabe haben. Und die Gabe ist ja nicht etwas, was dann erst empfangen wird, sondern es ist ja jetzt schon. Ich gebe sie ja jetzt schon. Und sie wird jetzt schon empfangen. Und das ist ja das Geniale, weil es eben keine Zeit gibt, kann sich das auf alles ausdehnen. Und ja, das kann ich nicht wahrnehmen. Vertrauen ist ein wesentlicher Teil des Gebens. Tatsächlich ist es jener Teil, der miteinander teilen möglich macht. Der Teil, der garantiert, dass der Geber nicht verlieren, sondern nur gewinnen wird. Vertrauen. Vertrauen, dass nichts anderes möglich ist außer Heilung, dass nichts anderes möglich ist außer Segen, dass nichts anderes möglich ist, als dass ich die Gabe Gottes empfange. Und das brauche ich nicht alleine zu tun, dafür habe ich Jesus in meinem Geist. Ich kann es sogar nicht mehr alleine tun. Ruf mich einfach an. Hallo Jesus. Hallo Heiliger Geist. Ich habe auf dich gewartet, sagt er. Ruh mit mir einen Augenblick hier in diesem Licht. In diesem Schatzhaus, total gefüllt. Alles, was dich umgibt,
jeder Windhauch, jedes Geräusch und das ganze Spektrum, was du nicht wahrnehmen kannst. Ich habe auf dich gewartet. Und du darfst einfach bereit sein, jetzt ein bisschen mehr zu empfangen. So viel, wie du willst. Keine Angst, das ist dein Leben. Und es ist noch viel größer. Es dauert noch viel länger. Danke, Jesus. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du alle Schätze, alle meine Brüder mit eingeladen hast. Ich hatte vergessen, dass ich eingeladen bin. Ich hatte vergessen, wer mit mir geht und was er mir schon gegeben hat. Und ich habe gerade das Bild, was er gerne nutzt, mit dem Adler. Ne? Es ist wie mit ihm auf einem Adler zu fliegen. So weite, ausgespannte Flügel. Und so ein sanftes Gleiten. Über alles hinweg. Nichts kann mich verändern. Und überall, wohin wir fliegen, bringen wir seine Gabe. Erinnern wir seinen Geist. Und wie friedlich und wie still und wie freudig und wie hüllig und wie großartig und unbegrenzt er ist. Und jetzt ist es keine Frage mehr, ob ich eingeladen war oder nicht. In diesem heiligen Augenblick vergesse ich alles außer seiner Liebe. Und dass ich nichts anderes will, als mit ihr ganz zu verschmelzen, ganz eins zu sein. Mein einziges Bedürfnis, was ich jemals hatte in der Zeit, war das, ganz eins zu sein. Und wie sanft und wie langsam auch die Heilung zu mir kommen darf. Durch alle meine Bilder, durch alle meine Welten hindurch, durch alle meine Projektionen. Gleite ich einfach mit ihm und diesen riesigen Flügeln. Ich brauche nichts zu tun. Und das bedeutet es, nichts persönlich zu nehmen. Nicht anzunehmen, dass ich damit meine Persönlichkeit, meine Maske hier machen muss. Ich bin. Danke, Jesus. Ich bin. Und ich bin so froh. Ich bin so froh. Und wir können mit ihm einfach lachen. Und uns trösten lassen und wieder lachen und uns wieder trösten lassen. Und jeden Schritt durch Raum und Zeit mit ihm gehen. Wer geht mit mir? Du gehst mit mir. Du gehst mit mir. Und mein Bruder, auf den ich ja so viele Bilder geklebt habe,
die nimmst du alle für mich runter, Heiliger Geist, Jesus. Danke. Und übrig bleibt nur das, was immer wirklich war. Und hier hat keiner verloren, hier haben alle gewonnen. Hier an diesem Ort, da wo du sitzt, hat sich alter Hass in gegenwärtige Liebe gewandelt. Und jetzt nehme ich das an. Jetzt nehme ich das an. Und es darf durch alles, alles durchgehen. Dieses Licht, diese Wellen. Dieser unglaubliche Frieden fließt überall hin. Und ich nehme einfach nur meine Bilder und meine Schranken zurück. Es geht weiter und weiter. Und mehr erinnern sich mit mir, weil ich mich mit ihm erinnere. Es gibt keinen Tod. Heilung ist gewiss. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Und es ist ganz sicher. Und wenn ich noch zweifle, kann ich fragen, Jesus, ist es ganz sicher wirklich? Bist du wirklich das Leben? Kann ich dir wirklich vertrauen? Danke, dass ich mit dir lerne. Wirklich zu geben und nicht mehr gefangen zu sitzen, weil ich erwarte, wie irgendetwas hier auszusehen hat. Oh. Was für eine Befreiung, hey. Was für ein heiliger Augenblick. Was für eine Bereitschaft. Durch alles durch. Und so vereine ich meinen Willen mit Gottes Willen. Und so zeigt die Wahrheit mir auf, dass Illusionen keinen Wert haben. Was sollte wertvoller sein als dieser Moment? Indem ich höre und merke, dass ich frei bin. Indem ich erkläre, dass du frei bist. Du bist frei. Heilung ist der Geisteswandel, den der Heilige Geist im Geist des Patienten für den Lehrer Gottes sucht.
Unglaublich, wie viel gerade geschieht. Danke, danke, danke. So viel geschieht gerade. Und wie wenig es braucht. Und es ist der Heilige Geist im Geist des Gebers, der ihm die Gabe gibt. Es ist der Heilige Geist in meinem Geist. Das bin nicht ich. Dieses kleine Ding hier, was die ganze Zeit beurteilt und glaubt, das hier sei alles, was ich mit meinen Augen sehe. Es ist der Heilige Geist, der durch mich sprechen kann, mit dem ich hören kann, mit dem ich schauen kann. Und der aufzeigt, dass Wahrheit immer wahr ist und Illusion nicht bestehen bleiben können. Heilung ist gewiss. Und die Gabe, wie kann sie verloren sein? Wie kann das jetzt verloren sein? Wie kann sie unwirksam sein? Wie kann sie verschwendet werden? Na, wie könnte ich zu viel geben? Wie könnte ich glauben, gar nichts geben zu können? Gottes Schatzhaus kann niemals leer sein. Du kannst niemals leer sein. Du bist Gottes Schatzhaus. In deinem Geist hat er alle Gaben gelegt. Stimmt das, Jesus? Wirklich? Ist das so? Und wenn eine Gabe fehlte, dann wäre das Schatzhaus nicht voll. Na, also es ist voll und es kann nicht anders sein. Doch wird seine Fülle von Gott garantiert? Welche Sorge kann dann ein Lehrer Gottes um das haben, was aus seinen Gaben wird, da sie von Gott an Gott gegeben werden? Wer kann in diesem heiligen Austausch weniger als alles empfangen? Es scheint manchmal herausfordernd, diese Disziplin aufzubringen, nicht einfach umherschweifen zu denken. Ja. Erwischt. Das habe ich heute noch zu Jesus gesagt. Ne? Unglaublich, ey, der Geist schweift die ganze Zeit ab. Und dann krallt er sich an was fest. Er hat noch nicht mal Krallen, aber er denkt es und 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 denkt es. Und während er so eigentlich nicht denkt, es ist ja nicht denken, alles, was getrennt ist von Gott, geht der heilige Augenblick weiter und ich kann in jedem Moment wieder zu ihm kommen. Hier, das sind gerade meine Gedanken. Jetzt bin ich wieder bereit. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich, es braucht ein enormes Lernen mit dem Heiligen Geist. Ne? Nämlich, stell dir vor, jede Minute mit ihm sein zu wollen. Es braucht ein enormes Lernen, um nur die Stimme für Gott zu hören, nur den Heiligen Geist zu hören. Um die ganze Zeit immer wieder annehmen zu wollen, es sind nur meine Gaben.
um die es geht, die er mir gegeben hat, die mir anvertraut wurden und die ich gerufen bin zu geben. Wenn ich sie nämlich nicht gebe, dann erkläre ich damit, das Schatzhaus ist leer. Sorry, ausgebrannt. Heute nicht. Und schon ist es das, was ich erfahre. Aber das, ja, es ist wirklich, wirklich immer wieder dieses Zurückkehren. Und wenn ich hier angekommen bin in diesem Augenblick und sein Leuchten in meinem Geist, in meinem Denken bemerke und dessen gewahr bin, ah, okay, ja, irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Dann weiß ich jetzt, okay, da ist diese Angst vor Gott. Aber ich habe den Heiligen Geist in meinem Geist, der sich für Gott entscheidet. Danke, dass Heilung gewiss ist. Danke, dass Heilung gewiss ist. Und ich gehe mal gerade in die Lektion heute 166 rein. Und gucken, wo wir denn da einsteigen. Die Gaben sind dein. In Absatz 13. Deiner Sorge anvertraut, auf dass du sie all denen gibst, die den einsamen Weg wählten, dem du entronnen bist. Sobald ich mein Abkommen mit Gott getroffen habe, ne, mein Versprechen, ja, Vater, ich komme nach Hause. Ja, ich komme nach Hause. Ist mein Weg festgesetzt und diesem Weg will ich jetzt folgen und einfach lernen, jeden an die Hand zu nehmen, wie auch immer das auszusehen hat, und da bekommen wir die Führung. Und genau, und dann, wenn ich die treffe, ne, die er heute in diesem Abschnitt Patienten nennt, und das ist ja ganz, ganz legitim, wenn wir von Heilung sprechen, dann haben wir einen Patienten und einen Therapeuten, einen Lehrer und einen Schüler, und beide sind das Gleiche, weil beide das empfangen, was sie abgelehnt haben. Und der eine hat sich einfach nur einen Moment früher erinnert, in der Zeit. Okay. Die den einsamen Weg wählten, dem du entronnen bist. Sie verstehen nicht, dass sie nur ihren Wünschen folgen. Jetzt bist du es, der sie lehrt. Denn du hast von Christus gelernt, dass es einen anderen Weg gibt, den sie gehen können. Lehre sie, indem du ihnen das Glück zeigst, das zu denen kommt, die die Berührung Christi spüren und die Gaben Gottes wiedererkennen. Es wird mir wieder ziemlich heiß. Ich finde das so gut. Ah, ja, lassen wir das mal zu. Ist noch irgendjemand heiß hier oder liegt das am Wetter? Diese plötzlichen Hitzewallungen. Ich bin noch nicht in dieser Übergangsphase. Also kann ich das sein? Es muss echt die Berührung Christi sein, die einfach durch alles durchgeht. Danke. Und es ist so schön, oder? Wir haben jetzt hier einen Auftrag, das sagt er auch gleich noch. Lass Kummer dich nicht in Versuchung führen, dem, was dir anvertraut wurde, untreu zu werden. Zieh deine Gabe nicht zurück.
Und wenn es doch einen Moment passiert, bitte, hier, ich gebe, ich habe gegeben. Ich habe das gegeben, was ich empfangen habe, und ich vertraue, dass das so ausgedehnt wird, dass es so angenommen wird, wie es passt, wie es die Angst nicht mehrt, sondern Illusionen als wertlos aufzeigt. Okay. Sind wir alle noch dabei? Ja, gut. Yay, sind alle noch dabei. Dankeschön. Danke, dass du das machst. Danke, dass du dieses Buch hörst. Voll das abgefahrene Buch, oder? Ja, ich kann ja jetzt eine kleine Anekdote an dieser Stelle einwerfen, denn ich bin ja dabei, meinen Job zu beenden in einer ambulanten Praxis, könnte man sozusagen sagen, in Dänemark. Und meine Patienten fragen, was machst du denn? Und sage ich, ja, das und das halt, innerer Frieden und so. Und ja, und dann je nachdem, also es ist immer irgendwie wieder neu natürlich und zu jedem sage ich irgendwie was anderes, aber es ist immer alles perfekt. Und ja, du hast einen Kanal, sag mir mal, wie der heißt, ich will mal gucken. Okay, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Und das ist so interessant, ne? Die Gabe halt nicht zu begrenzen, sondern da wirklich in die Vollen zu gehen, dass das echt gehört wird. Dass gehört wird, dass es keinen Tod gibt. Dass das wirklich das ist, was mein Geist in allem und allen hören will. Es gibt keinen Tod und die Welt, so wie ich sie sehe, existiert nicht. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Liebe, nur Licht. Und was ich bin, hat kein Gegenteil. Puh. Ja, das. Und das wird erstmal ganz lange abgewehrt. Aber so, jetzt haben wir den Kurs ja ungefähr seit 50 Jahren. Und wir verstehen Jesus jetzt ein bisschen besser von dem, was er vor 2000 Jahren erzählt hat. So langsam kommt da was an. Ne? Es klingelt, dass es irgendwie gut tut, zu lehren, es gibt keinen Tod. Und ich brauche nur meine Gaben, die mir schon gegeben sind, zu geben und sie dadurch wieder zu empfangen. Geben und empfangen ist eins. Genial. Zieh das nicht zurück. Lass Kummer dich nicht in Versuchung führen, dem, was dir anvertraut wurde, untreu zu sein. Deine Seufzer werden jetzt ein Verrat sein an den Hoffnungen derer, die sich für ihre Befreiung an dich wenden. Deine Tränen sind die ihren. Wenn du krank bist, hältst du ihre Heilung zurück. Ja, das sollte uns nicht unter Druck setzen an dieser Stelle. Könnte man ein bisschen in Versuchung geraten. Ah, oh, mein Knie tut aber noch weh. Jetzt halte ich die Heilung der anderen zurück. Es ist einfach, es ist einfach immer wieder so, dass ich in jedem Moment das entscheiden kann. Und dass ich jeden Moment, jeden Knieschmerz dazu nutzen kann, ein bisschen tiefer reinzufallen in dieses Vertrauen. Das, was ich jetzt gebe, das wird empfangen. Das, was ich jetzt gebe, wird empfangen. Was du fürchtest, was ich fürchte, lehrt sie nur, dass ihre Ängste gerechtfertigt sind. Und das wollen wir nicht mehr. Angst ist nicht gerechtfertigt. Ich bin immer erstaunt über das Selbstbewusstsein, was hier so spricht. So eine ganz klare Linie. Danke für deine Klarheit, Jesus. Es
gibt nichts zu fürchten. Deine Hand wird zum Geber der Berührung Christi. Dein Geisteswandel zum Beweis, dass wer die Gaben Gottes annimmt, nie unter irgendetwas leiden kann. Damit können alle Schmerzen, aller Kummer geheilt werden mit der Berührung Christi, die ich gebe. Du hast einen wichtigen Auftrag, Lehrer Gottes. Ja, je. Und das ist so glücklich. Wenn es nicht glücklich ist, haben wir nicht das Richtige gelernt. Das hier ist glücklich, weil es das Aufgeben von allem Leid ist. Ich gebe den Frieden, den ich empfangen habe. Die Welt von Schmerz zu befreien, ist dir anvertraut. Das sollte auch keinen Druck auslösen. Verrate sie nicht. Werde zum lebendigen Beweis dessen, was die Berührung Christi allen anbieten kann. Das ist ein total entspannter Job. Wir haben den entspanntesten Job auf Erden, wenn wir Lehrer Gottes sind. Das, was es anstrengend macht. Wollt ihr das wissen? Ja, was macht es anstrengend? Wenn ich mich um meine Gaben sorge, sind die jetzt auch angenommen worden? Das ist der einzige kleine Schlupfloch, in dem das Ego so ein ganz bisschen, ganz kurze Zeit, kann ein paar 10.000 Jahre anhalten, aber es ist eigentlich sehr, sehr wenig Zeit, wo das Ego ganz bisschen Platz hat für einen kleinen Augenblick. Und wir sparen hier ja Zeit ein. Und das ist so krass, dieses Zeit einsparen. Ne? Wer macht damit eigentlich Werbung? Ich weiß es nicht, es ist jetzt nicht super begehrt, dieses Konzept Zeit einzusparen. Aber tatsächlich, wenn wir im heiligen Augenblick, wenn ich mich an den heiligen Augenblick erinnere, ihn übe mit diesem Heiligen Geist in mir, mit dir, ihm die Führung überlasse, sparen wir 1.000 Jahre ein, weil wir eine Antwort erhalten. Bist du bereit zu hören? Bist du bereit zu hören? Werde einfach zu einem lebendigen Beweis, weil du nicht zweifeln brauchst. Und womit zweifeln wir? Ne? Wir zweifeln mit den Bildern, die wir in unserem Geist haben, von der Vergangenheit und der Zukunft, was da geschehen ist, was ich gesagt habe oder nicht gesagt habe, wie ich jetzt morgen damit umgehen soll oder übermorgen. Und mache mir Kummer. Das ist das, was schwer ist. Etwas zu sehen, was gar nicht da ist. Das ist gar nicht da. Und sich einfach ganz diesem Augenblick hinzugeben. In deinem Glück bezeuge, wie sehr der Geist verwandelt wird, der sich entscheidet, seine Gaben anzunehmen und die Berührung Christi zu verspüren. Und vielleicht noch zum Abschluss. Gab es eine Zeit, in der ich sehr unter gelitten habe, unter Eifersucht gelitten habe?
Und ich habe so viel mir angeschaut da drin. Und ich habe versucht, vehement festzuhalten, dass ich früher nicht eifersüchtig war. Da waren die anderen auf mich neidisch. Und in der letzten Zeit sind, naja, ich könnte sagen, ich bin so auf dem heiligen Augenblick gelandet, dass sich das völlig gewandelt hat. Er hat es geheilt. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass das geht. Dass das nur für einen Augenblick lang geht. Nicht mit positivem Denken oder guten Vorsätzen. Oder ich meide einfach die, wo ich schon merke, das könnte schief gehen. Er hat das echt geheilt in meinem Geist. Und er hat mit mir heute auf dem Gipfel gesessen. Und wir haben uns einfach nur gefreut, dass Heilung gewiss ist. Und wenn das in meinem Geist geheilt wird, dann glaube ich, dass er durch dich, durch mich die ganze Welt befreit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und mir wird das wirklich gespiegelt auch. Ich sehe das überall. Ich sehe das jetzt überall. Und vielleicht sitze ich hier relativ ruhig, aber mir ist so ein Jubel für diesen Heiligen Geist. Und für diesen Sohn Gottes und für diesen Geist, der das alles wieder verbindet. Der dich nach Hause holt. Oh, ich finde, es ist unglaublich. Danke. Dankeschön. Danke Gott. Und das ist es eben, zum Beweis zu werden und sich zu entscheiden, ja, ich nehme deine Gabe an, Vater. Und jetzt ist das mein Auftrag, die Berührung Christi zu verspüren. Dies ist jetzt dein Auftrag, denn Gott vertraut das Geben seiner Gaben allen an, die sie empfangen haben. Er hat seine Freude mit dir geteilt und jetzt gehst du hin, sie mit der Welt zu teilen. Und ich bin dir dankbar für die Lektion, die du lernst, für die Situation, die in deinem Geist geheilt wird. Wirklich, ich bin dir wirklich dankbar. Ich bin dir dankbar. Wie sagt er, dir gebührt Ehre, Lehrer Gottes. Es sieht manchmal echt krass aus und es ist kein Zuckerschlecken. Und garantiert tappen wir alle in diese Falle, in diese Versuchung, uns als etwas zu sehen, was wir nicht sind. Das war so ein langer Weg, ne? Mit blutigen Füßen kommen wir am Himmelstor an. Scheiße. Scheiße. Ich habe mich so geehrt. Und wir werden einfach nur empfangen. Und empfangen. Und immer wieder empfangen. Und dann werden die Füße gewaschen, das Gesicht gestreichelt und getröstet, gesagt, hey, alles gut, du hast nur geträumt. Und jetzt hast du mich gefunden. Und jetzt kann ich dich finden.
Und dafür nutzen wir jetzt die Zeit. Das wird richtig lustig, Leute. Das wird richtig lustig. Und deswegen muss ich nochmal dieses schöne Lied, was ich am Anfang gespielt habe, von, wie heißt der Gute noch? Der Beatle-Mensch. Der Beatle-Mensch, wie heißt der noch? Paul McCartney, genau. Hope of Deliverance. Hoffnung auf Erlösung. Hoffnung auf Befreiung. Es ist gewiss und im Prinzip singt er das auch in diesem Song. Hoffen auf Erlösung. Hoffen auf Erlösung. Ich werde immer hoffen und du wirst immer festhalten. Mein Herz ist in deiner Hand. Ich werde verstehen. Ich werde eines Tages verstehen. Eines Tages wirst du alles verstehen. Alles von jetzt bis dann. Wenn es richtig sein wird. Ich weiß es nicht. Wir leben in der Hoffnung auf Erlösung von der Dunkelheit, die uns umgibt. Ich wollte nicht wissen, dass deine Gedanken nicht folgen wollten. Folgen meinem Plan. Ich habe versucht, hier meinen Plan, mein Selbstkonzept, mein Bild von mir richtig zu machen. Ich habe versucht zu sterben. Das ist jetzt mein Hinzufügen. Wenn es richtig sein wird, na gut, ich springe ein bisschen. Wir hoffen auf Erlösung. Oh, und da können wir uns jetzt total reinfallen lassen. Danke für die super Zusammenarbeit heute wieder. Ich liebe euch, ich bin echt so froh, euch zu sehen. Oh, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Dun, dun, dun. Habe ich überhaupt aufgenommen? Ja, gut. Danke. Was für ein glücklicher Weg nach Hause. Oder ist es nicht gut, ey? Ist das nicht gut? Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, fantastisch. So ein Song. Hammer, ne? Ja, total. Ich wusste gar nicht, worüber er singt. Und ich bin, ja, sag mal. Ich hatte kein Englisch in der Schule, weißt du, nur Russisch und Französisch. Da, und jetzt auf einmal weiß ich, wovon er singt und finde den Song richtig, richtig toll. Danke. Ja, ich auch. Fürs Teilen. Ich bin damit gestern Morgen aufgewacht oder heute Morgen, nee, gestern Morgen. Und dann dun, kam die Melodie so und dann kam so Liedfetzen. Ja. Und dann habe ich immer nur so I will understand gehört. Und I dann, don't know. Und dann dachte ich, ich muss einfach wissen, wie das, was ist das nochmal für ein Lied, ne? Ja, ja, total. Auch schön. Ja. Vor 30 Jahren war das schon mein Lieblingssong. Da bin ich 40 geworden. Und dann habe ich das Lied gehört und dann, ich konnte überhaupt nicht mehr damit aufhören. Das war so toll. Jetzt weiß ich, warum. Genau. Ja, und jetzt ist die Gabe angenommen, Carola. Ja, hat aber lange gedauert. Aber es ist so toll, echt. Ja. Gänsehaut, Gänsehaut. Gänsehaut, ja, wirklich. Danke an Paul McCartney und die Beatles. Ja. Oh, Leute, ey, ist das gut. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ihr seid so großartig. Dürft ihr. Ito. Ito. Ja, ich spiele uns nochmal einen Song, mach Pause und das. Das ist es dann auch für.